Hallo ihr da draußen. Ja, hallo ihr Lieben, ich begrüße euch. Bevor wir hier groß erzählen, da ist ein Schild. Wollen wir uns das erstmal angucken? Das gucken wir uns an. Jungborn Harz, der Jungborn, was ist denn das? Ja, und zwar ist der Jungborn ist die erste und auch größte Naturheilanstalt von Deutschland. Und zwar dieser Adolf Just, das war eigentlich ein Buchhändler und der hatte ja Nervenleiden und die normale Medizin, die hat ihm da nicht weitergeholfen. Und da hat er sich der Naturheilkunde zugewandt unter dem Motto, kehrt zur Natur zurück. Wir hätten vielleicht einen Handfeger mitnehmen sollen, dann hätte man das besser erkennen können. Was ist das denn? Ja, das ist eigentlich, das ist ein Stein, der symbolisiert so ja, das Motto, unter dem sie hier gearbeitet haben. Und zwar mit Licht, Luft, Lehm bzw. Heilerde und Wasser, gesunde Ernährung und viel Bewegung wollte man eben das Gleichgewicht der Menschen wiederherstellen. Dann ist das also das Motto 2, weil wir haben ja Motto 1 haben wir eben schon gesehen. Könnte man so sagen. Oh, guck mal. Herzlich willkommen im Jungborn. Gucken wir mal, ne? So. Boah, jetzt müssen wir mal ein Turbo starten, sonst wird das zu langweilig für die Zuschauer. Jo, dann mal los. Hier haben wir jetzt einen Plan von der ganzen Anlage. Hier vorne sieht man, wo wir im Augenblick stehen. Hier haben wir vorhin die Anmoderation aufgenommen an der Chaussee nach Bad Harzburg. Hier oben sieht man, es ist eine alte Karte, Herzogtum Braunschweig. Da ist jetzt Niedersachsen und die Äcker ist sozusagen der Fluss zwischen Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Und man sieht ja auch, es ist ein Riesengelände. Ne? Mhm. Und das interessant ist, finde ich, hier ist ein Damen- und ein Herrenpark. Genau, und dieser Damen- und Herrenpark, der war durch eine 2 Meter hohe Holzwand getrennt, weil viele Kurbehandlungen in Freikörperkultur auch stattfanden, dass eben keiner bei dem anderen gucken konnte. Ja, lass uns mal herumgehen, was es noch so Interessantes zu sehen gibt. So, jetzt sind wir an der ersten Wand, Licht und Luft. Hier ist das alles so ein bisschen erklärt. Man sollte sich ja mit Licht und Luft so ein bisschen gesund werden. Genau, und da steht auch, dort entstanden eine Anzahl von Licht-Lufthäuschen und Lufthütten. Haben wir hier unten. Ne? Genau. Das ist so ein Lichthäuschen und wahrscheinlich wird das hier, wo die Dame sitzt und häkelt, das wird auch so eine Lichthütte sein. Und natürlich auch, wenn man draußen unterwegs war, ist ja auch bei Licht und Luft, weil genau, hat man ja draußen. Ich denke mal, wir gehen weiter, was es noch so gibt. Es gibt garantiert die anderen Zeichen aus dem Emblem auch. Denke ich mal. Wir sind beim nächsten. Wasser stand ja vorhin an dem Stein und das steht hier auch. Und hier wird, hier baden die Leute. Genau, und hier kann man dann seine, das sind die Wannen. Schicke Badewanne. Oder hier, die sind noch besser. Ja. Und draußen, bei Eis ist Kälte wahrscheinlich. Guck mal, der hat nur einen kleinen Eimer gekriegt. Ja, und da steht ja auch, dass der Badende sich in die Wanne setzte und etwas naturkaltes Wasser nur 8 cm hoch enthält. Dass die Wanne nur 8 cm Wasser enthält. Das würde also vollkommen ausreichen. Ne? Ja, Wasser sparen. Ja. Inzwischen haben wir die Parkanlagen erreicht. Gut, das gilt wahrscheinlich jetzt hier für alles. Es ist ja eine Parkanlage. Ja, hier stand ja auch 2325 wurde die Kuranstalt Jungborn erweitert. Ja, hier kann man nochmal sehen. Genau. Hier sind die Häuser, diese Lichthäuser oder wie heißen. Und hier stehen die Häuser drumherum um so einen Pool oder Brunnen oder was weiß ich. Wir sind inzwischen bei Lehm und Erde angekommen, auch ganz interessant. Guck mal, da habe ich hier ganz interessant gelesen. Just suchte und fand bei seinen Forschungen einen Löss, der aufgrund seiner speziellen Zusammensetzung für seine medizinischen Zwecke besonders gut geeignet war. Und 1918 wurde von Adolf Just in Blankenburg die Heilerdegesellschaft Luvers Just gegründet. Und Luvers, das kenne ich heute noch. Also die gibt es heute noch. So, endlich gibt es was zu essen. Ja, ne, aber das, Ernährung. Das ist ganz interessant, was hier steht. Er setzt auf eine ausgewogene, rohkostreiche Ernährung. Die hatten hier eine eigene Gärtnerei mit Gewächshäusern. Da wurde Obst und Gemüse angebaut, Kartoffeln und so weiter. Und es gab also 3 Mahlzeiten am Tag, Frühstück, Mittag, Abend. Und zu jeder Mahlzeit wurde eben frisches Obst gereicht und selbstgebackenes Brot. Und auf Fleisch wurde hier auch verzichtet. Jetzt wird spannend. Der Tagesablauf. Wie war so ein Tagesablauf, wenn man hier auf Kur war? Auf Kur, heißt das auf Kur, zur Kur? Zur Kur war ja. Die Hauptkurzeit war von Juni, Juli, August. Und dann musste man um 6 Uhr aufstehen. Und in den anderen Monaten war die Weckzeit 6:30 Uhr bzw. 7:30 Uhr.
Und morgens garantiert antreten zum Frühsport. Zum Frühsport, genau. Und wie man sieht, alle auch in Freikörperkultur. Also wir hatten nichts an. Ja, war ja Sommer. Ja, es war Sommer. Deshalb gab es ja auch den Damen- und den Herrenpark, dass keiner dem anderen was abguckte. Und dann Luft- und Sonnenbad. Und was war dann noch? Ja, es gab auch Sonnenbad. Also das ging damals auch schon. Ja, das war... Weil die Sonne ist ja auch nicht unwichtig. Vitamin-D-Bildung, ne? Ja. Und abends noch eine Veranstaltung bis 22 Uhr und dann ging es ins Bett. Ja, ne? Dann war es Aber das finde ich lustig. Veranstaltung bis 22 Uhr, Nachtruhe begann um 21 Uhr. Das passt irgendwie nicht. Ne? Hier Tischtennis gab es und hier, das war bestimmt der Veranstaltungssaal. Und hier konnte man ein bisschen Trompeten üben und ein bisschen balancieren. Ja, man steht ja, früh morgens wurde zum Wecken geblasen. Ach, der Alarmgeber. Der hat dann morgens den Alarm gegeben. Zurück am Übersichtsplan. Damit ist hier diese Informationssäule einmal durch. Und ich würde sagen, wir machen noch mal eine kurze Tour über das Gelände, wie es heute aussieht, was man noch findet. Wir gehen dann hier zum Herren- und Damenpark und gucken, ob es die doch gibt. Genau. Vor allen Dingen, ob die Mauer noch da ist. Und ich mache hier mal so einen kleinen Schwenk. Man sieht hier noch so kleine Möglichkeiten, wo man sich auch heute noch hinsetzen kann. Aber wir gehen jetzt erst einmal los und gucken, was noch zu finden ist. Im Vordergrund sehen wir jetzt schon mal den Herrenpark. Wir wollten aber noch erwähnen, dass wir uns eigentlich hier so fast im Sperrgebiet befunden haben von der DDR, dass das eigentlich zu DDR-Zeiten so gut wie nicht begehbar war. Und darum ist auch heute so gut wie nichts mehr hier zu finden an Gebäuden. Genau, das war dann später, ist das wieder aufgebaut worden, dass man eben diesen Jungbornpark doch so ein bisschen für die Nachwelt erhält. Ich habe jetzt eine Frage an dich. Ja. Ne? Du darfst da ja gar nicht rein. Nee, und du musst dich ausziehen, ne? Das zeigen wir aber nicht vor der Kamera. Hier ist keiner, wir können beide rein. Aber guck mal, das ist ein Dixi-Klo von früher. Und daneben, guck mal, das ist viel schöner. Ich meinte das daneben. Das daneben, Plumpsklo, genau. Eben aus der Entfernung haben wir es ja schon gesehen. Das blaue Dixi-Klo war natürlich nicht gemeint, sondern hier noch. Ist natürlich neu gebaut, das sieht man. Aber wollen wir mal anklopfen, ob jemand drin ist? Hallo? Mach mal auf. Ui. Da ist der Thron. Richtig schönes Plumpsklo. Das ist gemein, ist aber wenn das Klopapier da oben hängt, da kommst du aber ganz schlecht hin. Wir gehen nicht weiter rein. Wir machen auch wieder zu. Man kann auch übrigens von innen verriegeln. Ja. Schönes Plumpsklo, ne? Wunderbar. Ja, das ist doch ideal. Ne? Ja, da muss ich mich auch gleich mal hinlegen. Das muss ich doch gleich mal ausprobieren. Oder ich gehe mal von der Seite. Oh, ist ja eine Sonnenliege. Oh, ist das schön. Müsste ich ja mal meinen. Das Gemeine an der ganzen Geschichte ist ja... Ich bleib jetzt hier, ne? Kannst weiterfilmen. Ich darf da auch nicht weiter hingehen, weil dort hinten, da ist der Damenparkzaun. Ja, dann gehe ich da mal mit, ne? Können wir da noch mal gucken? Ich weiß nicht, gehen wir gleich querfeld ein? Vorsicht, hier ist ein Loch, nicht, dass du verschwindest. Ich muss die Kamera umdrehen, dann hast du gleich was zu lachen. Wie stelle ich mir das jetzt hier vor? Damenpark, war das vorher auch so oder waren da auch so eine Liegen aufgebaut wie da drüben? Ah, das glaube ich nicht. Das sieht ein bisschen neumoderner aus. Ich gucke mal in den Damenpark rein. Ach, passt jetzt schön auf. Ich kann mir das schön vorstellen. Ich weiß nicht, ob die Bäume hier früher standen. Die hätten ja so ein bisschen Schatten gespendet. Ja, und dann wird ja hier Sport gemacht. Hier muss ja irgendwo dann diese Holzwand zwischen gewesen sein, zwischen Damen- und Herrenpark. Ja, das wird die hier gewesen sein. Meinst du diese? Hier wird hier wird die Holzwand gewesen sein oder so in der Art. Das kann natürlich sein. Hier in der Ecke haben wir dann nochmal so ein paar Hütten entdeckt. Ja, und ich glaube, die kann man sich auch mieten, wenn man mal so ein bisschen auch Natur genießen will. Da sind. Ach so, ja? Ja, guck mal rein. Ich glaube, da sind Betten drin. Und wusstest du eigentlich, dass es früher hier auch prominente Gäste gab? Jetzt habe ich dazwischen gesprochen. Du musst das noch, glaube ich, nochmal sagen. Hier ist ein Bett drin. Da ist ein Bett drin? Ja, die kann man ja mieten. Da will man ja irgendwo im Bett liegen. Ne? Ein Doppelbett und ein Schrank. Aber weiter auch nichts. Keine Dusche, kein gar nichts. Das ist ganz einfach. Das ist ja alles ganz einfach gehalten. In der Natur ist es ja nicht so wie im Hotel. Ne? Und das Schöne ist ja, hier draußen steht die Feuerschale. Da kann man dann grillen oder was weiß ich. Ja, ja. Und jetzt kann ich ja da mal zu sagen, dass wir hier früher auch noch Prominenz hatten.
Schauspielerin Marika Röck war zum Beispiel hier, Viktor de Kova und auch Hans Albers und der Schriftsteller Franz Kafka. Der soll hier während eines Kuraufenthalts 1912 sogar seine Schreibkrise überwunden haben. Jetzt könnte man natürlich sagen, diese Prominenten kennt so gut wie keiner mehr. Wenn ich auf Wikipedia noch freie Bilder finde, blende ich mal ein Bild ein. Ich möchte noch mal bei Paula hier reingucken. Paula Undine. Das heißt Undine, ne? Oder was ist das für ein Buchstabe? Der erste. Undine sagen. Ja, das ist so ein bisschen auf alt gemacht. Wir gucken hier noch mal rein. Hier stehen nur Liegestühle drin. Ich muss mich ein bisschen so hinstellen, dass man das sieht. Da ist ein Tisch, ja. Das kann man sich dann wahrscheinlich rausholen, ne? Aber schön gemacht. Ja. Da sehen wir jetzt nochmal die Unterkünfte. Ja, und hier war auch nicht immer nur eine Heilanstalt. Während des Krieges war hier zum Beispiel eine Kinderlandverschickung, ein Lazarett oder auch eine Lungenheilanstalt untergebracht. Mhm. Ja, und nach dem Krieg war denn hier eine ganze Zeit gar nichts. Und ich habe ja vorhin schon erzählt, irgendwann war hier Sperrgebiet. Dann wurden die Gebäude abgerissen. Und ich denke mal, die Gebäude sind hier nach der Grenzöffnung wieder aufgebaut worden. Genau, und man will hier so ein bisschen der Nachwelt praktisch zeigen, was hier mal war. Ne? Genau. Das war's, wir sind durch. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss. Tschüss.